Wie wirkt sich der Coronavirus auf die Wirtschaft, speziell auf die digitale Wirtschaft und aufs Online-Marketing aus? Gibt es Bereiche im Online-Marketing, von denen man im Moment profitieren kann von dieser Krise? Ja, die gibt es. Über das werden wir heute in diesem Video sprechen und ich werde euch im Übrigen auch meine persönliche Haltung, Meinung zum Coronavirus und zu diesem Thema allgemein kundtun und auch zu den restriktiven Maßnahmen, die heute auch in Österreich gesetzt wurden. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe meine Meinung in den letzten 10 bis 12 Tagen um 180 Grad revidiert. Es gibt mittlerweile keine Branche, die nicht in irgendeiner Art und Weise vom Coronavirus betroffen ist. Lufthansa stellt 50% ihrer Flüge ein. Busunternehmen in Österreich rechnen mit Einbußen von 11 Millionen Euro jedes Monat. Und ganz aktuell heute Großveranstaltungen mit über 500 Leuten, die outdoormäßig veranstaltet werden und 100 Leuten indoormäßig werden abgesagt. Damit sind wir übrigens noch restriktiver als in Deutschland. In Deutschland, glaube ich, hat Jens Spahn zuletzt empfohlen wohlgemerkt, Veranstaltungen für über 1000 Leute abzusagen. Alles hat seinen Preis. Das betrifft eigentlich jeden in irgendeiner Art und Weise. Mich betrifft es auch. Ich wäre jetzt im April, Anfang April als Speaker eingeladen auf den Independent Days in Karlsruhe auf dem Filmfestival, um dort unser neues Projekt Movie Cash vorzustellen. In späterer Folge dann im Mai wäre Mallorca das Digital Business Forum und dann gibt es noch ein paar Geschäftstreffen in Hamburg. Ob das alles stattfindet, ist im Moment ein großes Fragezeichen. Also es betrifft natürlich jeden. Und die große Frage ist jetzt, wenn das so ziemlich jede Branche betrifft, gibt es dann irgendwelche Branchen auch, die davon profitieren? Und die Antwort ist, ja, gibt es und ich merke selbst gerade, also tatsächlich ist es so, dass es bestimmte Bereiche im Online-Marketing gibt, die scheinbar wirklich von diesem Umstand, dass Leute zu Hause sind, ja, und ihre Zeit zu Hause, vermehrt zu Hause verbringen, profitieren. Online-Dating ist beispielsweise so ein Bereich, ja. Also da gehen im Moment die Zahlen nach oben, das fasse ich einfach nicht. Das ist eigentlich so ein Bereich, wo ich, der lief da so nebenbei mit, aber das geht jetzt richtig, das zieht richtig an derzeit. Und ich kann jetzt natürlich noch nicht hundertprozentig sagen, ob es nur mit dem Coronavirus zusammenhängt. Das muss man natürlich über einen längeren Zeitraum beobachten, aber es ist schon sehr markant irgendwo, ne? Und naja, was das Thema an sich angeht, ich war vor ungefähr 2,5 Wochen in der Wiener Stadthalle bei Tommy Ten und Amelie Fantast, den beiden Zauberkünstlern. Und da waren 10.000 Leute in der Wiener Stadthalle. Niemand hat sich darum geschert, sogar einer der Mitwirkenden auf der Bühne, Robert Kratky, hat noch seine Witzchen gerissen. Ja. Das kann so heute, jetzt mit diesen Maßnahmen, die jetzt gesetzt wurden, natürlich nicht mehr stattfinden, klarerweise. Und damals haben doch alle gesagt, einschließlich mir, ja, wir Wiener, wir nehmen das natürlich mit Humor und nehmen das auch relativ leicht. Aus heutiger Sicht, wo man ein bisschen mehr weiß über das Ganze, wo man sich die Zahlen also wirklich mal kritisch anschaut, muss ich sagen, die Maßnahme ist wahrscheinlich tatsächlich notwendig. Ja. Und es ist ja interessant, dass wir zwar hier also von einer Sterblichkeit derzeit international von 3,5% sprechen, aber man muss das ja auch mal von der anderen Seite betrachten. Diese 3,5%, hierbei handelt es sich um Leute, die zu 80% über 70 Jahre alt sind. Das heißt, wir, also meine Generation oder die Generation drunter, wir können das Virus locker wegstecken. Ja, unser Immunsystem schafft es schon, ist überhaupt kein Problem. Ja. Aber wer wirklich in Gefahr ist, das sind unsere Eltern und unsere Großeltern. Ja. Und wir als stille Überträger, Inkubationszeit, ihr wisst, relativ lang, 2 bis 3 Wochen, das ist natürlich ein großes Problem, weil es niemand weiß. Wir wissen im Übrigen auch nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist. Also man kann die Ausbreitung nicht stoppen, geht nicht, ja? Aber man kann sie schon so weit begrenzen, dass wir vielleicht sogar noch eine Pandemie verhindern können. Und deswegen finden also diese ganzen Maßnahmen jetzt statt. Und
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme es auch nicht mehr so auf die leichte Schulter, weil wenn man sich eben diese Zahlen anschaut, ja, wie gesagt, man muss es immer von der Position eines älteren Menschen betrachten, dann ist es schon sehr akut. Und ein großer Teil dieser Infizierten, ja, die müssen ja ins Spital wegen Lungeninfekten. Und Lungeninfekt, das muss immer hospitalisieren, ja. Und das ist dann sehr oft auch mit Beatmungsmaschinen verbunden. Und da stellt sich die Frage, wie gut ist das Gesundheitssystem hier für gerüstet? Und in Italien ist es offensichtlich nicht ausreichend gerüstet. Aus dem Grund ist Italien komplett zu. Und ich bin mir sicher, die Behörden machen das nicht aus just for fun, aus Jux und Dollerei. Also, was macht man? Ja, man konzentriert sich wieder auf Heimarbeit und geht vermehrt in Quarantäne, meidet eher soziale Kontakte. Und ich meine mal ernsthaft, man hat ja zu Hause sowieso genug zu tun. Disziplin beginnt bei der Reinlichkeit. Und das ist ja im Prinzip aber auch irgendwo so wieder ein großer Vorteil eben fürs Affiliate-Marketing und auch für andere Bereiche, die sich online abspielen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn jemand einen Online-Shop hat oder wenn jemand Affiliate-Marketing macht, und das merke ich bei mir selber auch, ja, eigene digitale Produkte hat, dann gibt es im Moment eigentlich kein echtes Bergab. Also aus meiner Sicht geht es bergauf, zumindest in bestimmten Bereichen. Weniger im Bereich Geld verdienen im Internet, das ist relativ gleich. Ja. Aber wie gesagt, im Bereich Online-Dating bewegt sich einiges. Ich werde es auch beobachten in den nächsten Wochen noch und euch darüber Bescheid geben. Das ist schon wirklich sehr interessant, was da abgeht gerade. Und muss man mal schauen, wie sich's weiterentwickelt. Wir in Österreich, wir haben ja im Moment, glaube ich, aktuell so 150 Fälle in etwa, 150 infizierte Fälle. Wobei ich auch der Meinung bin, dass die Dunkelziffer weitaus höher sein wird, ne? Und das große Problem ist aber eben diese leichte Ansteckung und eben diese hohe Inkubationszeit. Ne? Und deswegen fand ich auch heute übrigens die Rede von unserem Kanzler, den ich ansonsten ganz gerne kritisiere, aber in dem Fall, finde ich, hat er vollkommen recht, fand ich bemerkenswert, dass der auch gesagt hat, sinngemäß, denkt an die Eltern. Ja? Wir in unserem Alter, für uns ist es kein Problem, ja? Aber für ältere Personen ist es natürlich schwierig. Ja? Aus dem Grund daheim bleiben und Affiliate-Marketing machen. Aber vernünftig, ja, und keine Schutzmasken irgendwo klauen und dann anbieten, ja. Nee, das machen wir nicht. Wir bleiben schon ethisch korrekt, ja. Selbstverständlich. Und weil es gerade gut passt, verlinke ich euch unten einen Link zu meinem Partnerprogramm. Wir bieten natürlich auch Online-Dating-Produkte an, schon seit vielen Jahren. Und ihr könnt euch ja gerne anmelden und das Ding auch bewerben. Das ist eine sehr gute Zeit jetzt dafür, kann ich nur sagen, ja, weil die Leute bleiben viel zu Hause. Meiden soziale Kontakte, meiden es eher, Leuten gegenüberzutreten, aber das Leben muss trotzdem weitergehen und somit, naja, geht es halt im virtuellen Raum weiter. So ist das nun mal derzeit, aber ich bin mir sicher, das werden wir auch noch hinkriegen. Keine Panik, Leute, sterben müsst ihr sowieso, schneller geht's mit Marlboro, aber im Regelfall nicht mit dem Coronavirus. Trotzdem, seid vorsichtig und macht es so wie ich. Heimarbeit ist angesagt. Ciao.